Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King of Kings Box von Leaves Eyes. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King of Kings von Leaves Eyes, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist von der Optik eine sehr ungewöhnliche Box, denn wir haben hier keine Box im klassischen Sinn vorliegen, sondern wir haben hier mehr oder weniger eine Styropor-Aufbewahrung, eine Styropor-Kiste und in dieser befinden sich die einzelnen Inhalte. Jawohl, wir haben hier zum einen das Album an sich, es ist das sechste Album der Band, dann haben wir hier ein Zertifikat, einen Brief hier in diesem Umschlag und dann haben wir eben diese angesprochene Styroporkiste hier mit vier einzelnen Segmenten. Wir haben hier einmal in so einem Plastik, in so einer Folie einmal ein Podest, also so die Basis und dann haben wir hier in diesen drei kleineren Segmenten Schwerter. Einmal zweimal und dreimal. Jawohl. So, jetzt ist das Ganze leer und wir sehen, das hat hier wirklich gut Platz gehabt und war hier wunderbar drin aufgehoben. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Bevor wir die Folie abmachen, schauen wir uns mal kurz diesen Sticker hier an. Hier lesen wir The Epic Symphonic Metal Masterpiece. Featuring Guest Appearances by Simone Simmons, Lindy Faye Heller, The London Voices Core. Limited Edition inklusive zwei Bonus-Tracks und Bonus-CD mit 14 Tracks. On Tour 2015, also auf deren Homepage kann man dann natürlich die Tourdaten nachsehen. Die waren damals natürlich auch zu ihrem Album auf Tour. Wie gesagt, 2015 ist jetzt schon etwas her. Dann würde ich sagen, holen wir das Ganze mal aus der Folie. Hier oben ist schon leicht eingerissen, wenn wir es da schaffen. Jawohl. So. So sieht das aus. Vom Cover her, von der Hülle her, sehr ungewöhnlich. Habe ich zuvor auch noch nie in der Hand gehabt. Es ist so eine Mischung aus irgendwie so Hardcover, wie so ein Buch, aber auch Digipack. Also es ist irgendwie so ein Mischmasch. Wir lesen hier oben einmal den Namen der Band, Leaves Eyes. Dann haben wir hier King of Kings, den Albumtitel. Und dann haben wir hier eine Riesenhorde von Wikingern. Einer steht hier vorne, das ist vermeintlich der Anführer der King of Kings. Und das passt auf jeden Fall zu der Band. Also die sind ja generell sehr so diesen Wikinger-Themen zugeneigt. Daher passt das durchaus. So, hier oben haben wir einmal das Label, über das das Album erschienen ist. AFM Records, Leaves Eyes, King of Kings. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier auf CD1 insgesamt 14 Stück. Zwei davon sind Bonus. Und dann haben wir auf CD2 auch nochmal 14 Tracks. Und die unterteilen sich in verschiedene Kategorien. Also wir haben hier unter anderem eine Piano-Version dabei. Dann haben wir hier zwei Akustik-Versionen. Und die restlichen sind dann Instrumental-Versionen. So, die Beteiligten und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, was kommt hier? Als erstes mal ein Flyer. New Releases und Latest Highlights. Okay, also das dürfte wohl von AFM Records sein, genau. Also so ein Info-Flyer, was dort alles im Shop erhältlich ist. So, dann haben wir als erstes mal einmal hier eine schwarze Papierhülle. In der befindet sich dann die CD. Sieht so aus. Hier haben wir den großen Helm, dahinter wieder die Wikingerhorde. Und auch hier lesen wir wieder Leaves Eyes, King of Kings, CD1. So, dann packen wir die CD mal wieder zurück
in die vorgesehene Hülle und kommen zum Booklet. Hier geht das Ganze los. Okay, Harald Haarfagre. Es dürfte wohl eine historische Person gewesen sein, die wirklich gelebt hat, von 1850 bis 932. Also eventuell ist das wirklich irgendwie eine historisch bekannte Wikinger-Figur, auf die sich das hier bezieht. So, dann haben wir hier einmal die Lyrics und es sieht auch alles so von der Schreibweise aus wie so Wikinger-Runen. Also das Artwork wird hier wirklich durchgezogen. Dann haben wir weitere Texte und natürlich auch weitere Fotos. So sieht das aus. Also sieht echt aus wie so ein klassischer Film, in dem die wilden Wikinger andere ausrauben, andere abschlachten. Das kennt man ja aus den Filmen. So, Leaves Eyes. Hier haben wir dann nochmal die Infos zur Band. Also wer sind Leaves Eyes? Diese fünf Personen hier bilden die Band. Ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, weil sich die im Laufe der Zeit etwas verändert haben. Abgänge, Neuzugänge und so weiter. Dann die Credits zum Album. Zum Abschluss noch ein Foto und CD 2. So, die ist auch hier wieder in so einer schwarzen Hülle, in so einer schwarzen Papierhülle untergebracht. Wir schauen mal die CD an. Und die ist auch wieder in dieser Helmoptik. So sieht das aus. Gut, dann packen wir auch CD 2 wieder zurück. Wenn es gelingt, gar nicht so einfach. Eieiei, okay, vielleicht von oben. Ja, jetzt. So, und das war's zu dem Album in diesem speziellen Case. So, dann haben wir ein Zertifikat mit dabei, das würde ich mir generell öfter wünschen. Und zwar lesen wir hier Certificate of Authenticity. IFM Records has issued this certificate to authenticate this copy of Leaves Eyes King of Kings. This exclusive fan edition includes limited Digipuk CD, also die haben wir uns gerade angesehen, exclusive swords sculpture in the style of the album story, handwritten letter from Liv Christine, certificate of authenticity. This edition is limited to 1000 units worldwide. Also, 1000 Stück weltweit gibt es von dieser Box. Hier haben wir nochmal die 5 Bandmitglieder. Und bezüglich dieser 1000 Stück ist es so, es gibt das Ganze in zwei Varianten. Einmal die Variante, die ich habe. Wir haben hier die Basis. Leaves 1 lesen wir auch hier wieder. Und hier unten ist das Ganze so etwas ausgehöhlt. Hier kann man das sehen. Okay. Und in diese Basis, in diesen Sockel, kann man jetzt die einzelnen Schwerter reinmachen. Wir haben hier in diesem Fall 3 Stück. Die sind von der Dicke hier unten, glaube ich, alle ziemlich gleich. Also ich glaube, man kann die hier anordnen, wie man möchte. Ich werde es in dem Fall einfach mal so probieren. Das mächtigste hier vorne, dann links hinten und rechts hinten. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das dann aus. Also, erinnert mich auch ein bisschen an König Artus, damals ja mit dem Schwert in dem Stein, in dem Felsen. Aber hier haben wir eben 3. Und das, muss ich auch ehrlich sagen, ist für mich schon ein Highlight. Also sowas habe ich noch niemals in einer Box gesehen. Weder so einen Sockel noch Schwerter. Also das ist echt heftig. Und das kann man dann wunderbar ins Regal stellen. Ich muss auch sagen, die wiegen einiges. Also ich weiß nicht, was das für Material ist. Die Basis, dieser Sockel, ist ja etwas ausgehöhlt, haben wir gesehen. Aber die Schwerter, die sind echt schwer. Gut, was die verschiedenen Versionen betrifft, was ich vorher nicht fertig erzählt habe. Und zwar, es gab 1000 Boxen insgesamt. Davon gab es aber dann noch 2 verschiedene Versionen. Und zwar gab es 300 Stück, wo diese 3 Schwerter in Gold gehalten waren. Die gab es damals exklusiv auf Nuclear Blast in dem Shop. Und dann gab es 700 Stück in der Version, in der ich sie habe, in Silber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die beiden angesehen. Ich war dann doch eher auf Silber, auch wenn es die häufiger gibt. 700 gegenüber 300. Aber die goldenen Schwerter haben mir irgendwie nicht ganz so gefallen. Deswegen habe ich mich in diesem Fall für die Variante entschieden. So, und
Als letzten Boxinhalt haben wir dann noch einen Brief. Der ist hier beschrieben mit Leaves Eyes und Liv K. Hier haben wir dann noch eine Landschaft. Sieht so aus wie Skandinavien. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier aufkriegen. Er ist tatsächlich hier zugeklebt. Eventuell werden wir den hier einfach mal aufschneiden. Ja, ich glaube, das ist die beste Variante, um den Brief hier zu öffnen. So. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einen handgeschriebenen Brief. Also das ursprüngliche, die ursprüngliche Variante wurde natürlich handgeschrieben. Dann wurde der 1000-mal kopiert. Also wir sehen hier wirklich die handschriftlichen Worte. Aber das ist natürlich jetzt nicht so geschrieben, sondern in diesem Fall 1000-mal kopiert worden. Also das war am 2. Juli 2015. Und dann haben wir hier eine umfangreiche Erklärung, einen umfangreichen Brief der Sängerin. Wie gesagt, mittlerweile ist sie nicht mehr bei der Band. Sie hat die Band mittlerweile verlassen. Und das könnt ihr euch an dieser Stelle dann natürlich kurz anhalten, das Video, und durchlesen. Also hier bekommt man nochmal Infos zu dem Album bzw. zu der Geschichte dahinter. Hier lesen wir zum Beispiel King Harald Fairhair von 850 bis 932. Okay. Also, das so als kleines Hintergrundwissen zum Album. Jawohl, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in dieser Edition befindet. Einmal diese Basis hier, dieser Sockel inklusive der drei Schwerter. Dann haben wir den handgeschriebenen Brief, der hier in diesem Kuvert kommt. Das Authentizitätszertifikat, das eben bestätigt, dass es von dieser Box hier 1000 Stück weltweit gibt. Und dann haben wir natürlich das Album in diesem Spezialcover, in diesem Book mit insgesamt 13 Tracks auf CD1 und 14 Tracks auf CD2, also 27 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser wunderbaren Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Leaves Eyes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.